Hallo, in diesem Video will ich dir zeigen, wie du mit dem Sonos IKEA Symfonisk Musik abspielen kannst und was damit überhaupt alles geht. Denn, wie man ganz schnell feststellt, das Ding besitzt bis auf den LAN-Anschluss und WLAN natürlich keine Anschlüsse. Es gibt kein Bluetooth, es gibt kein Klinke, es gibt kein USB, aber natürlich den Netzwerkzugang. Wow. Das ist übrigens ein bisschen blöd gelaufen. Dadurch, dass das hier so seltsam gelagert ist, kann man das nicht wirklich sehr sauber hier so rumbiegen, ohne irgendwie das Kabel gefährlich durch die Gegend zu biegen. Meine Güte. Ja, und dann will ich dir direkt mal zeigen, was eigentlich mit dem Ding so alles geht. Und natürlich, das Wichtigste ist die Sonos-App. Die kannst du auf dem Android, auf iOS, Computer geht glaube ich nicht, auf jedem Smartphone und Tablet installieren. Und dann hast du hier Sonos Radio, was auch immer möglich ist, Deutschpop Deluxe und schon ist es durch. Und natürlich hast du auch, kannst du deine eigene Musik durchsuchen. Was brauchst du? Geht alles, kannst die Lautstärke verändern und natürlich dann auch auf die verschiedenen. Jetzt habe ich hier Büro angewählt, natürlich zugreifen. Das geht schon mal mit der App, logischerweise. Des Weiteren kannst du aber auch einfach AirPlay benutzen. Das ist jetzt einfach nur ein iPhone und mit meiner normalen Musiksammlung gehen wir mal auf irgendwas zum Beispiel und dann hast du hier die Möglichkeit, das Büro auszuwählen und hoffentlich auch was abzuspielen. Und da ist es schon. Funktioniert also ebenfalls total tadellos. Geht natürlich hier auch mit der App, aber AirPlay geht übrigens. Google Cast funktioniert leider nicht. Was aber noch funktioniert, und ich hoffe, ich kann den Bildschirm jetzt ein bisschen in deine Richtung bewegen, ist natürlich UPnP auf Windows. Jetzt wird es hakelig. So, das ist jetzt der normale Windows Media Player und wir nehmen mal irgendein Lied raus. Kannst du den Rechtsklick machen und Gerät. Er findet, wenn es im Netzwerk ist, findet er unmittelbar den IKEA Symfonist zum Beispiel. Und dauert einen kurzen Moment natürlich, bis er das Gerät kontaktiert. Und genau so funktioniert das hier ebenfalls. Also mit dem Symfonisk, tatsächlich, wenn der in deinem Netzwerk ist, kannst du damit im Grunde von allen Geräten abspielen. Brauchst nur die App, brauchst bei Apple tatsächlich nicht mal die App, weil AirPlay funktioniert. Und sogar von deinem Laptop-PC aus kannst du ganz bequem in deiner ganzen Wohnung, wo auch immer du hinstreamen willst, hinstreamen, ja. Das sind schon die Möglichkeiten, was alles möglich ist mit so einem Gerät ohne Anschlüsse. Dann bis zum nächsten Mal.